Hi, ja, da seid ihr wieder. Gestern hatte ich euch das Mora 746 vorgestellt. Und leider kann man mit diesem Mora keine Funken. Kann man schon, aber man braucht halt viel Kraft. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man viel von diesem Stab abschleift. Deshalb werde ich heute eine kleine Modifikation hier hinzufügen, indem ich das hier, wie man das vielleicht sehen kann, es ist nicht wirklich gerade, sondern eher rund. Werde ich also ein bisschen abschleifen, um einen 90 Grad Winkel zu bekommen. So, nochmal loslegen. Ein bisschen sehen. Ja, also, wie man sieht, mit einer ganz kleinen Modifikation schafft man es auch mit einem Mora, mit einem Zündstall Funken zu erzeugen. Ich werde das jetzt noch am Mora Classic vorführen. Also. So, wie man sehen kann, ist hier jetzt der 90 Grad Winkel gegeben und die Funken dürften wesentlich besser schlagen. Ja. Also, mit einem kleinen Schleifer oder einem man kann es auch mit einem Bandschleifer machen, zur Not auch mit einer Feile. Kann man diese Mora-Messer dazu bringen, auch mit einem Diamant, mit einem Feuerstahl Funken zu erzeugen. Dann kann man sich nämlich auch künftig die, wie sagt man, in Amerika sagt man Hacksaw Blade, die sonst so diesen Stellen beigefügt sind. Das hat man davon, wenn man sich nur noch mit englischsprachigen Videos beschäftigt. Also man kann die dann getrost zu Hause lassen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.